Willkommen bei Tooltime. Ich würde empfehlen, dass Sie unbedingt dieses... Ja. Du sagst uns, wenn die Kamera läuft, oder? Okay. An den letzten Wochenenden habe ich mich mit inneneinrichtungsmäßigem Möbelbau und Holzwerken beschäftigt. Unter anderem habe ich mein Zimmer mal etwas aufgemöbelt, ist aber noch nicht fertig, das kommt später. Schickes Zimmer, Speedroom Tour. Angefangen habe ich mit einem individuellen Garderobennischenregal mit flurüberspannender Hutablage und Klimmzug-Trainingsgerätefunktion. Außerdem bietet es als Feature einen Unterstellplatz für Fahrradanhänger. Quasi ein Einsteigerprojekt. Also für mich ein Erstaufbau. Ich habe meinen Vater gefragt, ob er mir seinen alten Akkuschrauber schenkt und los ging es. Ein Mann ist kein Mann, wenn er keine eigene Bohrmaschine hat. Danke, Dad. Oh, ich flipp gleich aus. Mann, und wie schlank die ist und so leicht und sie hat einen Pistolengriff. Ganz ruhig. Unser neues Werkzeug. Ich hatte vorher keine Vorkenntnisse, aber aus Fehlern lernt man. So. It's about all the discoveries that I make along the way. It's about the process, not just the product. Also, das Video ist angelehnt an eine Mischung aus Laura Kampf und Simone Yates. All right, let's see if we can do this in one take. I see a problem and I invent some sort of solution to it. And as soon as I removed all pressure and expectations from myself, that pressure quickly got replaced by enthusiasm. And it allowed me to just play. It's a very versatile machine. And then you have a little hand. You need to adjust the height of it and you just do it by shrugging. As a little hand. Oh, wait. Let's go back a little bit and then... What? Isn't it a beautiful time to be alive? It's this expression of joy and humility that often gets lost in engineering. It's this acknowledgement that you don't always know what the best answer is. Gespickt mit Videozitaten von echten Holzmöbelexperten, hör mal, wer da hämmert, Filmschnipseln. Wieder einmal willkommen zu Tooltime. Ich bin Tim Taylor, der Heimwerkerkönig. Und das ist mein Assistent L. Und ein paar TED-Talks zum Thema Holzwerken, Crafting, Gestalten und Kreativität. I make to think, I make to learn new skills, I make to discover. Craft is skill acquired by doing the thing, whereas art is skill we attain when we watch someone else do it. We need to become makers first and consumers second. Ansonsten höchstens interessant für die Leute, die auch Julian Bams Poolbau sehenswert fanden. Bei seinem Durchbruch hatte sich die Latte verstaut. Los geht's! Alright, are y'all ready for some big woodworking fun? Yeah! Schritt 1, vorhandenen Platz ausmessen und 3D-animierte, computergesteuerte Modellskizze anfertigen und Materialbedarf bestimmen. Autofokus benutzen. Ich muss mal Licht anmachen. Oh, jetzt bin ich überblendet. Als erstes müssen wir genau ausrechnen, wie viel Hartholz wir dafür benötigen. Genau, und dafür bedienen wir uns der Mathematik, der Sprache des Universums. Wie schon der Galerist Leo Galli gesagt hat. Ich wette, das hast du nicht gewusst, hä? Ich würde sagen, keiner hat's gewusst, Tim. Schritt 2, Materialbeschaffung. Als Standbeine entschied ich mich für sogenannte Vollpfosten. Für sogenanntes Vollkonstruktionsholz mit dem Querschnitt 4 cm mal 6 cm. Um die Quadratmeter rauszukriegen, müssen Sie diese beiden Zahlen multiplizieren. Und da ich mich in Mathematik auskenne und der schnellste Kopfrechner bin, weiß ich, es sind genau 24 Quadratzentimeter. Und da ich keine Säge habe, ließ ich mir im Baumarkt Zuschnitte anfertigen und ja, die haben alle Millimeter genau gepasst. Wobei Millimeter bei Echtholz auch relativ sind. Was man bei Massivholz bedenken muss, ist, dass Holz auf Luftfeuchte reagiert und dabei ändert es seine Dimensionen, je nach Wuchsrichtung, sehr unterschiedlich. Kleine Standhaftigkeitsanalyse, ein kleiner Erfahrungswert aus meiner Kindheit. Ich bekam vor ca. 30 Jahren ein von meinem Vater selbst gebautes Hochbett aus Holz, was ich bis zu meinem Auszug 2007 benutzt habe. Die Reste davon habe ich in der Garage gefunden. Das Bett hat mich jedenfalls zu Lebzeiten ausgehalten. Und der Querschnitt der Standbeine war in etwa 3,7 cm mal 5,7 cm. Das war eine krumme Zahl. Ja, aber Tim, ich habe es jetzt genau gemessen. Es sind 2,5 mal 1 3/4. Was willst du damit sagen, Al? Wenn du schon der beste aller Kopfrechner bist, kannst du die Zahlen mal schnell multiplizieren, oh Computerhirn. Tja, das würde ich gern, mein lieber kleiner Assistent, aber die Zeit ist abgelaufen. Also müssen wir es eben auf 7 aufrunden. 4,375. Was auch immer. Ich glaube, das war zufällig auch 4x6. Ja, und außerdem war die Auswahl nicht so groß, deswegen habe ich mich halt für diese 4x6 Vollpfosten entschieden. Und ich finde es gut, dass es weiter sukzessive recycelt wird. Immer wenn mein Vater was Holz braucht, dann zweigt er sich davon was ab. Now we have a reusable assembly of naturally durable materials. In fact, a material that stores carbon. Das hier sind die Böden. Die Regalböden bestehen aus fast 2 cm dicken Leimholzplatten und das war das teuerste an dem ganzen Aufbau.
Fast 51 Euro. Alles Holz bezog ich nichtsahnend vom Baumarkt. Nicht wissen, wo sie Holz herbekommen. Der erste Weg führt für viele in den Baumarkt. Das halte ich für die schlechteste Lösung. Denn der Baumarkt bietet in der Regel keine gute Qualität, weniger Auswahl und ist oft auch teurer als der Holzhändler. Also traut euch mal, sucht euch einen Holzhändler. Noch so ein kleiner Tipp am Rande. Vorm Kaufen unbedingt die Hölzer genau anschauen. Nicht, dass da so eine Ecke rausgehauen ist. Ist jetzt in meinem Fall wurscht egal. Das kommt da hinten in die Ecke rein, wo die fehlende Stelle genau in die Ecke zeigt, dann sieht das keiner. Habe ich mir einfach nicht genau angeguckt. Ich war ein bisschen überfordert. Das Angebot war zu groß und ja, die ganzen Leute mit Maske und so, das hat mich total verwirrt. Ich wollte noch schnell wieder raus, habe einfach alles gegriffen, was ich greifen konnte. Fast alles ist Kiefer, Fichte oder Tanne und ich wollte, dass dieses Möbelstück die Wohnung voll Nadelholzgeruch vollduftet. Der Duft verfliegt erst, wenn man sich dran gewöhnt hat. Cedar, ha, warte. Western Red Cedar. Schaffen wir das? Jo, wir schaffen das. Schritt 3, Splitter abschleifen, gerne auch mit Arbeitsschutzhandschuhen. First thing, I'm gonna clear the slate a little bit. Unser kleines Tischchen ist abgeschliffen und jetzt muss die schmucke Kunststoffplatte draufkommen. Bitte, Al, trag mal den Leim auf. Leimen ist mein Leben. Ich habe mich gegens Leimen anstreichen oder wachsen entschieden. Da kommt höchstens eine Wachsmaldecke drauf. Das soll schön lange weiter nach Holz riechen. Ich werde dich sofort zum Notarzt bringen, Tim. Da war ich. Die sagten, ich sei kein Prioritätsfall. So nicht? War da noch einer, der den ganzen Tisch an der Birne hatte? Schritt 4. Mit Bleistift Markierungen machen und einen logischen Aufbau vorbereiten. So, ich markiere mir jetzt ganz genau, welches Standbein wo ist. Links hinten, rechts vorne. Also wenn man von hier drauf guckt. Ich markiere mir hier mit Bleistift genau, wo die Querelemente hinkommen. Na, hier der Balken. So, bloß auf die andere Seite, also quasi da rein. Hier kommt der Regalboden hin. Ja, hier könnte man ungefähr Schrauben reinbohren. Links hinten, der Pfeil in die Richtung bedeutet, der Querbalken kommt auch hier in diese Richtung. Wand ist hier und hier ist Wand. Kann man sich auch nochmal draufschreiben. Wand. So hoffe ich, dass ich dann keine Umdenkungslogik-Aufbaufehler habe, wenn ich mir das so schon markiere. Aber wenn man es nochmal abbaut und später aufbaut, dann ist es bestimmt auch klarer. Es gibt hier keine Aufbauanleitung dazu. Ne? Weißt du, was ich festgestellt habe? Du kriegst es nicht wieder zusammen. Oh. 2,55 Meter ist die Wand hoch und die Standelemente sind 2,50 Meter hoch. Lang. So. Ja, dann muss man jetzt genau gucken, ob man das dann später aufstellen kann. Also die Hinter- und die Vorderwände von dem Regal, die montieren wir im Liegen, aber den Rest müssen wir dann im Stehen zusammenschrauben. Sonst kriegen wir das nicht mehr aufgestellt. Lasst uns anfangen. Hey, Sie sind der Bauleiter. Womit sollen wir anfangen? Ach ja, wir bauen zuerst mal die Wände und dann heben wir sie hoch. Schritt 5, Schrauben und Bits. Weiterer Anfängerfehler, den es von mir gibt. Ich musste mir ein paar Schrauben nachbestellen, die lang fett genug sind. Und so einen passenden Aufsatz für die Bohrmaschine, so einen passenden Female-Male-Connector, nennt man das einen Male-Connector, der quasi dann in die Schraube auch passt, in den Schraubenkopf. Diese Niete hat nicht gewusst, was der Unterschied zwischen Bolzen und Splint ist. Genau das war auch meine Reaktion. Vielleicht hast du recht. Ja, immer. Woran liegt das? Weil ich schlau bin. Wenn du so schlau bist, mein helles Püppchen, dann bau sie wieder zusammen. Ich bin kein Handlanger. Siehst du, das ist meine Schleue. Diese super Aufsätze hatte ich zu Hause irgendwann mal geschenkt bekommen von meinem Vater. Weitervererbtes Werkzeug, was keiner mehr gebraucht hat, habe ich dann gerne genommen. Die Schraube hat aber so einen Kopf hier. Habe ich auch nicht gewusst, nennt man zum Beispiel T20. Der passt. Diese Schraube, die hat übrigens einen Torx-Anschluss, das ist dieser Stern. Ja. Ah, und ich dachte immer, ja, das ist Imbus. Nee. Die benutze ich ganz gerne, weil die eben sehr gut greifen. Mhm. Da mache ich mir jetzt entsprechende Bit auf meinen Akkuschrauber. Halt, stopp, zeig noch mal ganz kurz das Bit auch in die Kamera so genau, will ich sehen, wie das aussieht. Aha, so, so ja, sternförmig. Ja, genau. Ja, ja. Können wir jetzt loslegen? Kann mich auch mal von oben filmen. Deswegen meine total professionelle, unprofessionelle Empfehlung. Zusätzlich zu der Zeichnung klar machen, wo überall Schrauben rein sollten und sich dann genau aufschreiben, wie lang die ungefähr sein müssen. Und in Online-Shops kannst du Filter anwenden, sagst du Länge ungefähr 4,5 bis 5,5 cm. So habe ich meine 5 cm Schrauben gefunden. Es gibt auch unterschiedliche Schraubenköpfe. Im Holzbereich haben sich Senkschrauben und Panhead-Schrauben durchgesetzt. Die Schraube bringt einen schönen Anpressdruck. Schritt 6, Akkuschrauber-Einführung. Ja, das steckt man in so ein Teil. Da steckt man dann hier rein. Dann muss man die richtige Drehrichtung wählen. Ich glaube so, hält man das hier fest. Oh, das war die falsche Richtung hier. Kein Problem. Ah, genau. Und dann festhalten und
So, das ein Drehmoment ist irgendwie eingestellt und deswegen, ja. Zum Bohren braucht ihr eine hohe Drehzahl, zum Schrauben eher eine niedrige Drehzahl und viel Kraft. Von diesen Drehmomenteinstellungen hier an den Schraubern halte ich relativ wenig. Ich habe die in der Regel auf Bohren stehen. Holz ist kein homogener Werkstoff, da könnt ihr nicht mit einem fixen Drehmoment arbeiten. Deshalb ist mir eine niedrige Drehzahl, wo ich mit Gefühl arbeiten kann, wesentlich lieber als die Drehmomenteinstellung. Und damit ihr eben weniger Kraft braucht, könnt ihr die Schraube etwas schmieren, entweder mit etwas Fett oder ich nehme ganz gern hier ein Teelicht. Und dann dreht ihr die Schraube mit Gefühl ein. Wenn ihr eine solche Schraube zu fest reindreht, dann platzt euch hier alles weg. Und passen Sie auf, dass Sie die Schraube nicht zu fest anziehen. Okay. Meine allererste Bohrung und es ist hier leicht aufgespreizt. Wenigstens habe ich nicht in den Boden gebohrt. Das heißt, das nächste versuchen wir mal mit Vorbohren. Oft wird auf das Vorbohren komplett verzichtet. Die Schrauben werden einfach ins Holz gedreht. Das ist die allerschlechteste Methode. Ihr solltet zumindest das Bauteil, das ihr mit einem anderen verschrauben wollt, so weit vorbohren, dass die Schraube sich hier in diesem Teil frei bewegen könnte. Also bohrt ihr mit dem Schraubendurchmesser oder sogar einen halben Millimeter größer vor. Was auch oft falsch gemacht wird, ist der Verzicht auf das Vorbohren mit dem Kerndurchmesser. Der Kerndurchmesser ist in der Regel 1,5 bis 2 mm dünner als der Schraubendurchmesser. Ich habe nichts Kleineres als M4, also mache ich auch nur ein bisschen Loch. Naja, egal. Wir graben, bauen, kleben nur mit Crocs und Sandalen. Und wir sind keine Profis, brauchen fünfmal so lange. Natürlich sind wir Profis, das dauert eine Woche. Wir haben schon so viel gelernt und das schweißt uns zusammen. Ich kann sogar Schrauben bohren. Schritt 7, Montage im Stehen und an Ort und Stelle. So, hier ist die Nische, quasi zu drei Seiten verschlossen, aber es wackelt trotzdem noch so ein bisschen. Mindestens 4 Standbeine und eine zweite Schraube pro Querstrebe können helfen. Achtung, die hier gezeigte Montageweise der Querstreben würde ich dann demnächst besser machen, weil so holst du dir unter Umständen kleine Spalten da rein. Besser wäre richtiges Vorbohren bis zu dem Verbindungsholz, Teilgewindeschrauben, wo der glatte Teil lang genug ist, oder ordentlich Druck dahinter. Zusammenpressen. Mit einer Zwinge in Form zwingen. Sowas halt. Folgende Möglichkeiten. Das hier nennt man ein Teilgewinde. Wenn ich jetzt versuche, so eine lockere Fußbodendiele mit einer Vollgewindeschraube hier festzuschrauben und ich habe am Anfang einen Abstand dazwischen, weil die vielleicht ein bisschen hochgebogen ist, dann kriege ich die niemals hier dran. Für so einen Fall müsste man eben eine Teilgewindeschraube nehmen und selbst dann, wenn es am Anfang einen Abstand hat, dann zieht mir das meine Diele wunderbar bei und die ist bombenfest. Ihr solltet aber auf jeden Fall mit dem Kerndurchmesser vorbohren, damit das gut funktioniert. Aber auch mit Schrauben, die ein Vollgewinde haben, könnt ihr Bauteile schön dicht zusammenziehen. Ihr müsst dann mit dem Schraubendurchmesser das Teil vorbohren, das ihr auf das andere Teil draufdrücken wollt. Wie dem auch sei, da steht das Gerippe, da stand es. Kleiner Bonustipp, wenn man da so drehbare Holzteile hat, dann kann man das nochmal so ein bisschen nachdrehen, um das enger zu ziehen. Eine offensichtlich sehr schöne Lösung für Probleme, die ich vorher noch nicht hatte. Selbstverständlich hat man auch oft ein paar abnehmbare Teile eingebaut. Psst, sag mal, ist das hier abnehmbar? Nein, das glaube ich nicht, Tim. Erstmal gekonnt das Gerippe in Position gebracht und dann fix die Vorderwand vorbereitet. Das Hinterwandgerippe habe ich dann schon mal angedübelt. Jetzt wird die Vorderwand verschraubt. Habe ich das so sehr begrenzt? Schritt 8, Winkelelemente für Stabilität und Tragfähigkeit. Das überspannt nämlich meine doppelt gemoppelten Querverstrebungen. Da ich nach oben bohren musste, habe ich das vorher mit Klebeband fixiert. Vorbohren nicht vergessen. Auf die Schraube, fertig, los. Da habe ich mich jetzt vertan. 4 cm lange Schrauben gehen durch 4 cm Balken durch. Und nochmal raus. Schritt 9, Montage der Regalböden. Hat erstaunlich gut gepasst. Manche montieren erst die Längsbalken drunter und dann heben die das Ganze auf die Querbalken drauf. Ich hatte jetzt die Wahl, von oben oder von unten zu verschrauben und entschied mich dafür, das von unten zu machen. Mit wenigen Schrauben. Weil man kann es auch übertreiben mit dem Schrauben. Beschwert nur unnötig das Regal. Um ehrlich zu sein, habe ich den obersten Boden nicht direkt reingekriegt. Ich musste dann nochmal so eine Verstrebung abschrauben. Dann hat's gepasst. Und da ich ja 2 cm dicke Regalböden habe, habe ich mir gedacht, ach komm, verschraub sie nochmal direkt mit den Standbeinen, dann ist das Ganze nochmal stabiler, als diese Lösung da durch 2 Querverstrebungen durchzubohren, damit das hält. Ja. Schritt 10, Stabilitätsprüfung mit Eigengewicht und vollem Körpereinsatz. Das Ding hält mich, glaube ich, aus. Mich hält das Regal jetzt aus und ich wiege über 50 Kilogramm. Nur mal so als Hausnummer. Boah, also ich wiege so um die 82, 83 Kilo und das hält schon so ein Regalboden aus.
Tja, das war's dann für heute. Al, erzähl doch mal was über die nächste Tooltime. In einer möglichen Fortsetzung montiere ich die flurüberspannende Hutablage bzw. das Klimmzugbrett. Mache ein paar Haken dran und richte alles ein. So habe ich mir das gedacht. Voll gut. We turn those things into ideas, into feelings. And then we plant those feelings in another person. Es ist wie wenn man plötzlich mit der Schule fertig ist und irgendwas machen muss. Was war das noch, was ich machen muss? Ach ja, arbeiten. Entwickelt von Leuten, die Tag und Nacht arbeiten und dabei Zeit wie Körperpflege ignorieren. Tja, das war's dann für heute. Das stimmt.